Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Andacht am heutigen Sonntag vom Guten Hirten. Lateinisch heißt er Misericordias Domini. Heute wird viel das Bild vom Hirten und der Herde bemüht und erregt nicht selten Widerspruch. Ich bin doch kein Schaf, ich brauche doch keinen Hirten, heißt das dann. Aber zugleich merken die Erläuterungen zu diesem Tag in unserem Perikopenbuch an, frei mag der Christenmensch sein, aber lammfromm eher nicht. Nähere Belege dafür braucht es nicht. Und dass wir diese Belege eben nicht lange suchen müssen, macht diesen Tag für mein Empfinden sehr aktuell. Denn im Bild des Hirten wird uns angeboten, dass einer da ist, der mitgeht, der uns leitet, der uns trägt und hält, wenn es Not ist. Und uns einen besseren Weg zeigt, als den, der momentan gegangen wird, der uns zu einer besseren Welt leiten will, als die, in die wir in unserer Gemeinde heute unsere Konfirmanden entlassen werden. 2 Jahre Unterricht liegen hinter den Kids. Und jedes Jahr aufs Neue, egal wie mein Auskommen mit dem Jahrgang gewesen ist, gehe ich beim Einzug in die Kirche mit etwas Wehmut hinter den Kindern her und frage mich, nehmen sie wohl was mit? Oder bleibt es doch eine Zeit, die sich am Ende vor allem rechnet? Was wird sie halten, wenn es im Leben einmal hart auf hart kommt? Auch etwas aus diesen Jahren? Oder doch nur das, was greifbar vor Augen ist? Hält sie ein Hirte? Hält sie Jesus? Oder doch eher das Geld, das man mit den Schafen machen kann? Es ist mehr noch als zu der Zeit, als ich meine Konfirmation gefeiert habe, eine Frage der Entscheidung zwischen Materiellem und Ideellem, zwischen einem Fallenlassen in den Glauben und den harten Fakten der Realität. Und es ist auch eine Zeit, in der sich zeigt, wie weit das, was damals bei der Kindertaufe versprochen wurde, auch ein gehaltenes Versprechen geworden ist. Oder doch nur ein Versprecher, ob der zur Tradition gewordenen Feier. Das macht man so, das muss man da halt so sagen. Ich merke, dass der Unterricht von Jahr zu Jahr in dem Maß mühsamer wird, in dem der im Elternhaus gelernte tägliche Umgang mit dem Glauben abnimmt. Wer nicht mehr sagen kann, warum dieser zusätzliche Unterricht sein muss, außer dass er Tradition ist, ohne benennen zu können, was er im eigenen Leben bedeutet hat, der leistet nur einen mühevollen Aushalten dieser 2 Jahre bis zum Zahltag Vorschub. Was bleibt dann, außer, ja, was eigentlich? Diese Frage ist hochaktuell, denn das besonders Schlimme ist, dass die Kids ihr Fest in diesem Jahr gerade in einer Zeit feiern, von der niemand gedacht hätte, dass sie in Europa je wieder sein könnten. Zu einer Zeit, wo die Frage nach der Leitung durch einen guten und weisen Hirten so relevant ist wie kaum sonst. Einer Zeit, in der auch die Kinder wahrnehmen müssen, wie ein brutaler Krieg, wie ein furchtbarer Völkermord in Reichweite auch unseres Landes und unserer Zeit tritt. Und auch sie mit bedroht. Wer hätte das gedacht? Was hält einen jetzt? Was trägt einen im Leben, wenn es so kommt, wie es jetzt ist? Was trägt Menschen während solcher Grenzzeiten? Wer findet sich da wie ein guter Hirte, nimmt den Stab in die Hand, stellt sich vorn hin und sagt, folget mir nach. Und ich weiß, er ist kein Lügner. In solchen Zeiten merkt man schnell, wie überflüssig und unsinnig auf einmal der ganze Kladderadatsch im Kinderzimmer und im ganzen Haus sein kann. Die Playstation, die Grillstation und all die anderen ebenso schönen wie im Grunde aber auch überflüssigen Errungenschaften unserer Zeit. Sie offenbaren eben auch, dass sie uns im Zweifelsfall nicht tragen werden. Es sind dann andere, oft unscheinbare Dinge, die halten können. Und sei es, wie wir es oft im Fernsehen wahrnehmen, die Katze, die mit auf die Flucht muss, weil ihre schnurrende Wärme manchmal nur für einen Bruchteil die Zeit überbrücken kann,
was sonst so unausweichlich auszuhalten ist. Vielleicht taucht dann auch aus tiefer Verschüttung etwas auf aus der Zeit des Unterrichts, der heute für die Kinder endet. Ein alter Mann, den ich in meiner vorherigen Gemeinde kennenlernen durfte, hat mir mal gesagt, dass er die Kriegsjahre mit der Gefangenschaft nur überlebt hat mit den Liedern und Texten, die er im Konfirmandenunterricht gelernt hatte. Diese hätten ihm Zuversicht gegeben, sie hätten seinen Geist wachgehalten, und er konnte sich diese Worte immer wieder wachrufen und sich dieses oder jenes Lied immer wieder vorsingen. Was gibt Sicherheit? An welchen Texten, Bildern, Ereignissen und Gesichtern hangeln wir uns entlang? Wohlgemerkt nicht nur an dem, was auf dem Rechner ist, nein, was uns tragen kann darüber hinaus, was wir in uns tragen, jenseits von WLAN und Stromzufuhr. Welche Musik, welche Geräusche, Gerüche, welche Begegnungen und Erfahrungen haben die Kraft, uns über solche Zeiten zu bringen? Was haben wir in uns gespeichert? Wirklich unvergesslich, nachzusprechen und nachzusingen, weil es Stütze und Halt im Leben ist und abrufbar bleibt, egal wohin es einen auch führt. Als Christen sind wir überzeugt, dass wir einen guten und auch in schweren Zeiten haben, der uns hilft, diese zu bewältigen, wenn wir uns im Glauben an Gott halten und ihn tief in uns gespeichert haben. Er ist wie ein Boden, auf dem wir gehen können, sicher und zuverlässig. Jesus sagt uns dies auf seine Weise zu. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das wird bleiben und das wird zählen. Einer ist da, der kennt mich, auch wenn all meine Daten schon längst gelöscht sind. Einer ist da und sieht immer noch mein Leben, wenn es hier schon vergangen ist. Einer ist da, auf den lohnt es zu hören, auch wenn alle nur auf das weisen, was sie halten. Ich vertraue darauf, mich trägt Jesus, auch in seinem Sterben, weil darin mein Neubeginn liegt, größer als alle Zerstörungswut von machtgierigen Potentaten. In meinem Leben und auch im Lebenswillen der Menschen, die gerade jetzt so leiden müssen, spiegelt sich auch der Lebenswille dessen wider, der den Tod überwunden hat. Ich muss immer wieder an den recht rüden Satz der Holocaust-Überlebenden Anastasia Goulet denken. Sie sagt, ich habe Hitler überlebt, Stalin überlebt und dieses Arschloch Putin werde ich auch überleben. Deutlicher lässt sich nicht vom Lebenswillen sprechen, den wir als Christen aus dem Osterfest geschenkt bekommen. Nicht anders kann ich es verstehen, wenn vom Leben aus der Auferstehung gesprochen wird. Wir werden überleben. Und das hält nicht nur mich, sondern viele andere, die sich im Glauben darauf einlassen. Und ich bin überzeugt, dass der Konfirmandenunterricht dabei eine gute Zeit sein kann, um genau dies zu zeigen. Ob in guten oder schweren Zeiten, da ist einer und schaut über das, was ist, hinaus, was ich ertragen und leben kann, was mir geschenkt wird. Der Glaube an ihn wird tragen, wie den alten Herrn im Krieg. Er wird Wege zeigen, so wie es der Hirte bei seiner Herde tut. Er wird Lebensmut schenken, unüberwindlich, so wie bei der alten Frau. So gelingt unser Leben, auch in dieser Zeit. Aber dazu müssen Konfirmandenunterricht und Konfirmation wieder mehr werden als nur traditionsgebundene Geldschenkerei. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, jedes Jahr entlassen wir junge Menschen nach der Konfirmandenzeit in ihren Alltag. Sie sind noch so jung und schon so gefordert, in dem lauten Geschrei der Welt ihren Weg zu finden. Für sie bitten wir dich, schärfe ihre Sinne für dich.
Schenke ihnen Menschen, die treffend von dir erzählen können, die ein Gespür dafür haben, was diese jungen Menschen brauchen. Lehre uns, alte Wege verlassen und auf deine immer neuen Pfade zu vertrauen. Jesus ist unser guter Hirte. An ihn wollen wir uns halten. Mit ihm wollen wir gehen. Schenk uns deine guten Erfahrungen für den Weg, der vor uns liegt. So beten wir, wie uns Jesus gelehrt hat: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geleite sie Gottes Segen in der kommenden Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Online-Andacht wieder. An dem Sonntag werden wir keine Präsenzgottesdienste in unserer Gemeinde haben. Bleiben Sie bis dahin behütet, alles Gute und Gottes Segen.